Jo, heute möchte ich euch vorstellen, wie man ganz einfach am Smartphone mit wenigen Handklicken gute YouTube-Videos machen kann. Also, na klar, die Videoqualität hängt immer vom Basismaterial ab, aber das ist auf jeden Fall ein Tool, was relativ gut und einfach zu bearbeiten ist. Es gibt eine Freeware-Version und für bestimmte Inhalte auf jeden Fall eine Pro-Version oder Premium in dem Fall. Ich habe hier die 7-Tage-Test-Version, um auch mein Intro zu bauen. So werde ich ein anderes Video noch machen. Und hier zeige ich euch jetzt mal einfach ein Beispiel, wie man hier ein Video erstellt. Man geht am besten auf Neues Projekt. Kann hier den Projektnamen festlegen. Unten noch die Format. Wir wollen YouTube, also 16 zu 9. Und dann ist man schon in der Hauptmaske. Hierzu sieht man jetzt unten eine Timeline, wo man Musik, Ton, ähnliches platzieren kann. Und wir starten jetzt mit Videos. Ihr seht oben links Videoarchiv. Wir gehen bloß mal kurz rein. Hier gibt es eine Unmenge an Stock-Videos, die auch für kostenfrei sind. Kann man sich auch was raussuchen, runterladen. Genau dasselbe gibt es auch für Musik, lizenzfreie Musik und Sachen, die ich mir runtergeladen habe, die unterschiedlichen Ordner vom Handy. Aber wir wollen jetzt zurück zu Videos und bauen das Video jetzt zusammen. Dazu zuerst das Intro. Hier wird noch ein Intro-Ordner. Und wählen das Intro aus und durch das Plus landet es unten in der Linie. Passt ein bisschen auf, verschiebt den Balken dann auch nach rechts, weil ansonsten, wenn ihr jetzt das nächste Part an Video reinpackt, dann landet es sonst ganz vorne und müsst wieder löschen und hin und her schieben. Und das wollen wir nicht für meine Zeit sparen. So, dann gehen wir einmal zurück. Gehen auf Screen Records. Dort ist das Video, was ich jetzt hinzufügen möchte. Ebenso drauf. Zack. Und jetzt seht ihr es zwischen den beiden Videos. So eine Schnittmenge. Und hier könnt ihr drauf gehen. Und habt dann unterschiedliche Effekte. Man sieht es immer in einer kleinen Vorschau, wie es aussieht. Und ja, da kann man sich ein bisschen austoben. Mal das, ob das jetzt das Optimalste ist, weiß ich nicht. Oh, wir haben Heute Pause. möchte ich euch mal Das muss zeigen, wie man so. am besten. So. Okay. Jetzt haben wir im Prinzip das zweite Video. Dann gehen wir um wieder auf Musik und Film, gehen jetzt ganz zum Ende. Man kann auch mit beiden Fingern zusammenzoomen und so die Timeline ein bisschen einschrumpfen, um im Prinzip einen besseren Überblick zu haben und nicht so viel rumzuzoomen. So, jetzt gehen wir wieder und jetzt den Abspann dazu. Wählen jetzt auch wieder einen Effekt ein, aus und fertig, passt. So, okay. So, jetzt haben wir eigentlich schon alles soweit fertig. Ich zeige euch noch, was man noch machen könnte. Wir haben jetzt im Prinzip ein Video mit Sprache, deswegen kann der Ton anbleiben. Ansonsten kann man aber auch, wenn man jetzt wirklich Tonaufnahmen und Kinder schreien rum und der Hund bellt, dann kann man auch hier drauf gehen und hat die Option, ich gehe mal ein bisschen weiter rüber, so, mit dem Stift bearbeiten und kann dort zum Beispiel hier den Ton an- und ausstellen, wollen wir in unserem Fall nicht, und kann stattdessen Musik hinterlegen. Ich mache mal ein Stück drauf, dass man es kurz sieht. So, gibt es auch die freie und ich gehe jetzt auf heruntergeladen und wähle mal eins aus. Auf das Plus hinzufügen und fertig. So, aber da wir ja sprechen und durch die Musik das nicht überdeckt haben wollen, gehe ich drauf und links auf den Mülleimer und das war's. Wenn ihr fertig seid und zufrieden seid mit dem Projekt, geht ihr oben auf den Pfeil oben rechts in der Ecke. So, und wählt Speichern.
Speichern auf SD-Karte auf. Ich nehme im Standard Full HD, weil das für die Videos ausreicht und die Datenmenge nicht so groß ist. So. Und jetzt läuft's los. Dauert, je nachdem vom Zeitaufwand, so bei 10 Minuten dauert so im Schnitt 2 Minuten für die Verarbeitung des Videos. Genau, von daher nehme ich das an der Stelle nicht auf. Danke euch und ja, viel Spaß beim nächsten Video. Ciao.